Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part sind wir in Schleierde angekommen. Allerdings hatte ich ja gesagt, die Arena möchte ich mir erstmal klemmen. Wir werden uns auf den Weg machen nach Weideburg. Zum einen, um noch ein bisschen zu leveln. Und zum anderen, weil ich ganz gerne mich hier entwickeln möchte, bevor wir in die Arena gehen. Ich hoffe, da hat jeder Verständnis für. Aber ich finde es so einfach angenehmer. Jeder hat natürlich eine eigene Art zu spielen. Und ich könnte in die Arena gehen. Ich meine, ich habe Level 26, 27. Das stärkste Pokémon dort hat, bin mir gar nicht sicher, 30, 31, 32, so um den Dreh. Das könnte ich eventuell hinbekommen. Allerdings weiß ich, dass die Arena nicht ohne ist. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt stundenlang noch irgendwie zu trainieren vorher. Hier noch so viele Trainer rumstehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, wir werden Schleierde jetzt erstmal links liegen lassen. Und uns auf den Weg nach Weideburg machen. Das ist die nächste große Stadt. Das tat weh. Und da werde ich mich aber auch nicht wirklich umschauen. Denn ich möchte, wie gesagt, diese Route hier erstmal lediglich zum Trainieren nutzen. Und mir den Funkelstein holen, den es in der Nähe von Weideburg gibt. Dann werden wir zurück nach Schleierde gehen, die Arena machen. Dann werden wir die Route von Weideburg nach Herzhofen abklappern. Und dann werden wir Weideburg erforschen und in die Arena gehen. So der Plan bis dato. Weiter habe ich noch nicht gedacht, aber muss ich auch nicht. Kirlia. Ja, da kämpfen wir weiter. Also ich denke, es ist für mich persönlich so einfach am besten. Erspart mir momentan ziemlich viel Training, wobei ich vermute, wenn ich in Weideburg bin und in die Arena möchte, werde ich eventuell vorher noch trainieren müssen. Aber erstmal habe ich mir das geklemmt, das ist die Hauptsache, weil ich habe momentan absolut überhaupt keine Lust, auf Offscreen-Training. Das ist immer so langweilig. Tschüss, Kirlia. So, ich überlege mir auch, wegen den ganzen Psycho-Pokémon, ich habe hier in der Arena von Herzhofen Dunkelklaue bekommen als TM. Ist eine Geistattacke, logischerweise. Wäre eventuell gar nicht verkehrt. Weil, warum nicht? Ich meine, ich habe kein Geist-Pokémon. Dementsprechend würde die Attacke auch keinen Stab bekommen. Aber warum nicht? Ich meine, ich könnte es... ich glaube, Nils oder Takoro beibringen. Ich würde es dann aber eher Knaxel beibringen. Wäre mit Sicherheit keine schlechte Idee. Muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das mache. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Attacke behalten werde bis zum Ende, aber es ist auf jeden Fall besser als Sandsturm oder Bodycheck, finde ich persönlich. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht, so als Übergangsattacke. Und bitte, ich will nicht nach jedem Trainer wieder zum Pokémon Center rennen müssen. Das ist nervig. Ich könnte Teleport benutzen, fällt mir gerade ein, aber es ist trotzdem nervig. So. Auf jeden Fall warten noch ganz, ganz, ganz viele Trainer auf uns, denn das Stück zwischen Schleierde und Weideburg ist ziemlich lang. Da sind ziemlich viele Trainer. Aber es muss ja gemacht werden. Und ich finde nicht, dass man das jetzt irgendwie vorspulen oder rausschneiden muss. Nee, es ist Pokémon. Es gehört dazu. Habe ich schon so oft gesagt. Und ich bleibe dabei. So, dann werde ich mal eben die Dunkelklaue jemandem beibringen. Ich habe mir das nämlich vorher schon mal angeguckt hier. Und ich denke, wir bringen sie jetzt einfach mal Takoro bei. Wie gesagt, so momentan ist es vielleicht gar nicht schlecht. So. Okay, weiter geht's. Dich hatte ich. Bären! So, Arena-Bären. Ich benutze Bären immer viel zu selten irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich sollte das mal öfter machen. Oh, Citro-Bären. Die sind super.
Die füllen ja bekanntlich 30 KP wieder auf. Das ist sehr schön. Maronbeeren gegen Schlaf. Und was ist das da? Ich weiß es nicht. Granabeere, okay. Diese ganzen ausgefallenen Beeren, die kenne ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zuerst hier lang, oder? Wir gehen erstmal in diese Höhle hier. Schritt 1. Maniac-Höhle. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac, aber mir ist das ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinen-Maniac, der fasziniert von Inkognito ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir ein Wettrennen austragen würden? Du gehst los und fängst Inkognito und ich grabe hier weiter. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Ja, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Wah, wilde Pokémon. Folgendes. Je mehr Inkognito wir fangen, desto weiter gräbt er sich dadurch. Und so zur Info, wie das Ganze so abläuft. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so extrem viel Interesse dran. Aber Schaufler nehme ich gerne mit. Wäre auch gar nicht so schlecht für Takoro, aber Takoro hat ja schon Erdbeben. Vielleicht bringe ich da später auch Gastrodon bei, damit Gastrodon auch eine vernünftige Bodenattacke hat. Ich muss mal schauen. Ich werde mir da schon irgendwas ausdenken, aber erstmal brauche ich den Schaufler nicht zwingend. Ich habe ja Erdbeben und hier haben wir den Magmarisierer gehabt. Damit kann man Magma zum Magbrand weiterentwickeln per Tausch. Okay. Es gibt auch noch den Stromisierer, dann eben Electek zu Illavoltek weiterentwickeln lässt. Und nein, ich hasse Bronzel. Bronzel ist so ein ekelhaftes Pokémon. Vor allem Bronzong später. Das Blöde ist einfach, Bronzong hat zwei Schwächen. Boden und Feuer. So, Bronzong kann zwei Fähigkeiten haben. Schwebe oder Hitzeschutz. Heißt, wenn es Schwebe hat, kann man keine Bodenattacken einsetzen. Wenn es Hitzeschutz hat, dann werden Feuerattacken, die normalerweise sehr effektiv wären, nur noch normal effektiv. Das heißt, im Grunde genommen hat Bronzong nur eine richtige Schwäche. Feuer oder Boden, je nachdem, welche Fähigkeit es hat. Und das ist einfach nervig. Ist bei Bronzel nicht anders, aber Bronzong ist noch ein bisschen nerviger. Kognodon, lang nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, in der Arena von Erzling. Du kriegst jetzt ein Erdbeben vor die Birne. Aus Prinzip. Ja, das haut ganz schön rein. Ja, das soll so sein. Das geht mir immer so, wenn ich ein neues Pokémon-Spiel habe. Beziehungsweise wenn ich halt ein Pokémon-Spiel mit neuen Pokémon habe. Das ist dann immer so Glückssache irgendwie. Also das war bislang ja immer so. Klar, im ersten Pokémon-Spiel, also in Rot damals sowieso, da musste man sich ja erstmal generell mit den Grundlagen vertraut machen. Das war dann in Gold bei mir so. Wobei, es ging eigentlich in Gold, weil es da noch sehr viele bekannte Pokémon gab. Man hatte beispielsweise Taubsi oder sowas, also man hatte nicht nur neue Pokémon. Und ich weiß nicht, in Gold gab es ja auch nicht so extrem viele neue Pokémon. Wow, hat das viel Schaden gemacht, ich bin begeistert. Dementsprechend, ich weiß nicht, kann auch einfach daran liegen, dass ich da noch jünger war und das irgendwie gar nicht mehr so in Erinnerung habe. Aber aus irgendeinem Grund empfand ich die zweite Generation gar nicht als so schlimm, was die unbekannten Pokémon anging. Danach habe ich Saphir gespielt. Da war das schon so ein bisschen kniffliger, muss ich sagen. Wenn dann so Pokémon kamen wie Knilz oder Samurzel zum ersten Mal, dann saß ich da, okay. Oder auch so Pokémon wie Libeldra, die dann auch einen Doppeltyp haben. Da ist man im ersten Moment schon ein bisschen aufgeschmissen. Und jedes Pokémon, was einem begegnet, da hat man ja keine Ahnung, ob es jetzt gut ist oder schlecht. Und wie man es trainieren muss und was es später für ein Pokémon wird. Das ist wahnsinnig interessant. Ich finde sowas unglaublich spannend, mir macht sowas extrem viel Spaß. Aber, oh, ein Honduster. Gibt es Honduster? Wusste ich gar nicht. Es gibt doch gute Feuer-Pokémon in diesem Spiel. Ich bin begeistert.
Hundemann ist cool. Aber nö, wir machen so weiter. Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, aber es ist auch ziemlich schwierig teilweise. Vor allen Dingen in Arena-Kämpfen oder in der Pokémon-Liga. Das kann schon ziemlich gemein sein. Und als ich Diamant gespielt habe damals, ging es mir natürlich nicht anders. Und in Weiß, Schwarz. Ich habe Schwarz gespielt und in Schwarz auch. Also, ja, es ist schon immer wieder spannend, wenn neue Pokémon dazukommen, weil man einfach nichts damit anfangen kann, wenn man die Pokémon gar nicht kennt. Und die Entwicklung nicht kennt, die Attacken nicht kennt, die Stats nicht kennt. Das ist schon spannend, muss ich sagen. Da macht sowas immer sehr viel Spaß. Wobei man sagen muss, in Pokémon Schwarz und Weiß haben sie es ein bisschen übertrieben, indem sie einfach mal nur neue Pokémon reingepackt haben, bis zur Pokémon-Liga. Das war ein bisschen doof. Sie wollten ja quasi das gleiche Gefühl vermitteln wie damals in Rot und Blau, dass man eben gar keine Pokémon kennt. Aber das ging so ein bisschen nach hinten los, um ehrlich zu sein. Das haben sie dann in Schwarz und Weiß 2 wesentlich besser gemacht. Aber ich mag das, das ist immer so richtig schön spannend und ja, ist schon schön. Ah, wo muss ich denn jetzt lang? Ich setze mal einen Schutz ein, vorsichtshalber. Ich bin bei neuen Pokémon-Spielen auch immer aufgeregt wie so ein kleines Kind, das ist ganz schlimm. Einfach weil, es ist einfach spannend, man kennt die Pokémon nicht, das natürlich, aber man kennt auch die ganze Story nicht. Man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wo man jetzt hin muss, man kennt die Arenen nicht, also ich finde neue Pokémon-Spiele immer unglaublich spannend. Ich habe da immer riesig viel Spaß mit und ich suchte die immer durch wie nichts. Einfach, weil ich so schnell wie möglich alles entdecken möchte. Das ist schön und ich freue mich schon auf Pokémon X und Y, einfach, weil es da wieder genauso sein wird. Wurde schon so oft gefragt nach meiner Meinung zu den beiden Editionen. Ich kann die Frage echt nicht mehr lesen, muss ich sagen, aber ich kann da ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen. Klar, ich kenne die Screenshots, ich kenne die Trailer, die Pokémon, die bislang veröffentlicht worden sind und sonstige Infos, aber im Grunde genommen bin ich der Meinung, man kann ein Spiel erst beurteilen, wenn man es wirklich selbst gespielt hat. Oder angespielt hat zumindest. Und die ganzen Leute, die im Vorfeld jetzt schon sagen, das Spiel wird grandios, beziehungsweise das Spiel wird schrecklich, finde ich nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Viele verurteilen X und Y ja wegen der Grafik, von wegen, das ist kein Pokémon mehr, das ist was ganz anderes, das sieht schrecklich aus in diesem 3D-Stil. Das Lustige ist, genau das gleiche haben die Leute bei Schwarz und Weiß auch schon gesagt, von wegen, die Grafik, schrecklich. Wie kann man nur sowas spielen? Und ich fand die Grafik gar nicht schlimm. Also ich fand, klar, da waren einige Änderungen im Vergleich jetzt zu Diamant per Platin, aber so riesengroße Sprünge waren da jetzt vielleicht auch nicht. Also es war für mich immer noch Pokémon. Und ich denke, es wird bei X und Y nicht anders sein. Klar, es wird gewöhnungsbedürftig sein. Das auf jeden Fall. Also die Bilder, die ich gesehen habe, die waren auch schon komplett anders als beispielsweise diese Grafik hier. Aber ich denke, da gewöhnt man sich einfach dran. Und wenn es Spaß macht und wenn die Pokémon toll sind, die Geschichte toll ist und ich finde auch, man kann jeder Grafik irgendwie was Schönes abgewinnen, so wie in beispielsweise Smaragd. Vergleicht mal Smaragd und Hardgold. Da sind auch riesige Sprünge zwischen und ich finde trotzdem beide Grafiken ziemlich genial, muss ich sagen. Das war dumm. Wieso habe ich jetzt... Egal. Reden wir nicht weiter drüber. Also ich weiß nicht. Klar, es ist immer eine Umstellung. Man kann immer sagen, früher war alles besser, früher war die Grafik besser. Oder aber sagen, die Grafik früher war ja schrecklich. Aber ich finde, man kann allen Grafiken was abgewinnen. Also ich finde weder die Grafik in jetzt ganz übertrieben gesagt, weder die Grafik in Pokémon Rot schlecht, noch die in Schwarz und Weiß 2. Ich mag beides. Und deswegen bin ich doch recht positiv gestimmt, dass mir die in X und Y auch gefallen wird. Aber wie gesagt, dazu kann ich erst was sagen, wenn ich es gespielt habe. Dementsprechend. Ich lasse mich da ehrlich gesagt überraschen. Ich gehe da auch recht neutral ran. Also ich werde das Spiel jetzt nicht bis in den Himmel loben. Ich werde es aber auch nicht schlecht machen. Ich gehe da ganz neutral ran. Und das Positive ist ja,
Die Editionen erscheinen ja überall zeitgleich im Oktober. Das heißt, es gibt niemanden, der jetzt im Vorfeld irgendwie die japanische Version spielt. Und man kann sich da nicht beeinflussen lassen. Man kann sich da wirklich direkt einen Eindruck machen mit der deutschen Version. Und wird quasi nicht vorher in irgendeiner Form gespoilert. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich freue mich da drauf. Nur mal so viel dazu. Und weil mich da auch viele nachgefragt haben, ich könnte Pokémon X und Y LP'en. Ich habe die Möglichkeiten dazu. Ich kann vom 3DS aufnehmen. Ich werde es aber nicht direkt zum Release machen. Könnte ich. Könnte vielleicht sogar hinkommen, dass Platin bis dahin dann abgeschlossen ist. Also ich denke schon auf jeden Fall. Nein, ich will keinen Vogelinschlag. Dürfte ganz gut hinkommen. Aber wie soll ich sagen? Pokémon blind zu spielen ist okay. Also Mystery Dungeon oder generell alle Arten von Spin-Offs kann man definitiv gut blind spielen. Wirkt meiner Meinung nach dann auch sehr authentisch und schön. Aber ich möchte ganz gerne keine Editionen blind spielen. Ich möchte einfach wissen, wo ich hin muss. Und nicht mit jeder Person reden müssen, damit ich weiß, wo ich als nächstes dann hin muss und welche Items ich bekomme. Ich möchte die Pokémon kennen, vor allen Dingen. Ich möchte mir im Vorfeld mein Team zusammenstellen können. Und ich möchte wissen, was für ein Pokémon da vor mir steht. Also, nee. Das wäre mit Sicherheit interessant, das direkt blind zu spielen. Aber ich möchte einfach zumindest so ein kleines bisschen Wissen damit einfließen lassen. Dass ich, wie gesagt, zumindest weiß, wo ich hin muss und mit welchen Pokémon ich es zu tun habe. Und ich möchte mich da nicht in mein Verderben stürzen, indem ich in eine Arena gehe und dann... Oh, verdammt. Also nee, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt mit Sicherheit Let's Player, die das machen werden. Mittlerweile hat ja auch der ein oder andere so eine Capture Card. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch Emulatoren dafür. Vielleicht gibt es die jetzt auch schon, ich weiß es nicht. Also LPs wird es da mit Sicherheit geben. Aber nicht von mir. Zumindest nicht direkt zum Release. Da bin ich ein bisschen eigen. Irgendwann mit Sicherheit. Also ich werde X oder Y mit Sicherheit irgendwann mal LP'en, aber irgendwann später auf jeden Fall. Wenn ich das Spiel selbst schon durchgespielt habe und auch gut kenne, dann gerne. Und also ich finde, ich sollte das machen, was mir Spaß macht und womit ich mich wohlfühle, und das wäre nicht so mein Fall. Dementsprechend, ich mache jetzt in Ruhe Platin Fighter und zu Ende, das dauert ja noch eine ganze Weile. Und dann werde ich irgendwann mal schauen, was ich danach machen werde. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, muss ich auch noch nicht wissen. Gibt genug Auswahl. Oh, du hast 6 Pokémon. Nicht schlecht. Ich kann aber so viel sagen, ich habe noch verdammt viele Spiele, die ich ganz gerne LP'en möchte. Das heißt, es ist kein Ende in Sicht. Gott sei Dank. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, ehrlich gesagt. Und ich sitze jetzt schon wieder am PC und spiele Pokémon. Ich sollte mich schämen. Nein, eigentlich nicht. Es macht einfach Spaß. Und ja, deswegen. Ich bin noch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann ja scheinbar trotzdem wie ein Wasserfall reden. Das ist schön. Ich meine, ich bin eine Gamerin. Ich sitze den ganzen Tag sowieso nur vorm PC und zocke und habe kein soziales Leben und sonst was. Oder so. Naja. Oder so ähnlich. Oh, nein, 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 nein. Wow. Michi. Es wird Zeit, dass du dich entwickelst. Ganz dringend. So. Wobei ich sagen muss, mir ist schon zweimal das Fernsehteam eines gewissen Fernsehsenders über den Weg gelaufen. Und ich bin beide Male gekonnt an denen vorbeigelaufen. Das Beste war, oh, Aeroas. Das will ich auf jeden Fall haben. Auf der letzten Gamescom, also 2012, da waren die auch da. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf der Gamescom war, aber da gibt es ja immer wieder so Rolltreppen, die ein bisschen hochführen.
Und die standen eben auf der Rolltreppe und haben dann so die ganzen Menschenmengen gefilmt. Ungelogen, ich stand eine Treppenstufe unter denen und habe mich gekonnt klein gemacht, um nicht genau in der Kamera zu stehen. Also, ich hasse Kameras, ganz ehrlich. Also, wenn man mich fragt, von wegen, ja, wollen wir ein Foto machen oder so, ja klar, gut. Aber ich hasse es, ungewollt fotografiert oder gefilmt zu werden. Das kann ich gar nicht haben. Nur mal so zur Info. Glibunkel. Sehr schön, Debbie räumt auf. Unter Eroas ist so toll, ich liebe Eroas. Trifft immer, ist ziemlich stark, super. Hat, glaube ich, eine Grundstärke von 60, denke ich. Kriegt jeder noch Step, haut also ordentlich rein. Und ist sehr effektiv, was wirklich toll ist. Wir sind sogar schneller. Okay. Das läuft doch wie geschmiert. Und Level 29. So schnell kann es gehen. Ja, du bist neidisch. Das tut mir ja fast schon leid. Nein, ich will den Pokéball. Ja, das war sowas von klar. Was hast du denn für schöne Pokémon? Du hast ein Goldini. Da kann ich natürlich unglaublich viel mit Bardi anfangen. Muss ich schon sagen. Bitte mach jetzt einfach keinen Superschall. Tu mir den Gefallen. Halt dich zurück und du hast Level 30. Was zur Hölle? Ich sollte wirklich mal trainieren. Aber ich werde erst alle Trainer hier... Nein! Ich denke nicht. Hör auf! Nein, K.O.-Attacken sind böse. Ich werde jetzt erstmal alle Trainer hier machen. Und dann schauen wir weiter. Hör auf damit, du triffst gleich noch. Nein. Ich meine, 30%ige Genauigkeit. Aber es kann trotzdem mal treffen. Das möchte ich nicht. So, Level 28. Angeberei. Nein. Ja, genau. Wow. Okay, ich glaube, Amde trägt auch das Münzamulett. Deswegen kamen da jetzt so viel Geld zusammen. So. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Dann werde ich mich mal eben fix heilen gehen. Dann haben wir schon einiges geschafft auf dieser Route. Das ist schön. Wie die Zeit doch verfliegt. Wir haben schon wieder 23 Minuten um. Und ich habe nichts davon gemerkt. Zack. Wir sind ja auch ziemlich angeschlagen. Dankeschön. Tschüss. Jetzt möchte ich aber eben noch mich wieder dahin stellen, wo ich aufgehört habe. Damit ich beim nächsten Mal weiß, wo ich weiter muss. Deswegen gehe ich noch fix eben nach da unten wieder. Dürfte ja nicht so lange dauern. So, euch hatte ich alle. Und dich hatte ich noch nicht. Oder? Glaube nicht. Okay, dann stelle ich mich mal hier so hin. Was steht denn auf dem Schild? Route 214. See der Kühnheit. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.